Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW Legion PvP mit dem schlechtesten Schurken der Welt. Auf Wunsch mal wieder, ne, mittlerweile glaube ich der schlecht equippteste Twink, weil nicht mehr in Argus am Start, dafür immer noch die Might Hammer als T-Mog zum guten alten T10 aus ICC. Ja, Gesetzlosigkeit auch laut euch immer noch einer der unbeliebtesten und schlechtesten Schurken-Specs. In diesem Sinne ideal für mich. Eben schon BG gemacht mit Ali, ne, weil wieder nicht mal, ja, oder mehr als die Hälfte der Wartezeit verkürzt bei Horde, ne, aber das kannst du auch, also. Schön ist es, PvP zu spielen. Blocksberg meinte vorhin in einer Gilde, es ist, also mit Ali zu gewinnen, ist momentan wieder, als würdest du irgendwie aktuellen Asylantrag in Dresden stellen wollen, ja. Also, das ist dann vermutlich realistischer. Insofern, mal sehen, ob die Horde denn heute gut genug drauf ist, um ja auch einen Win einzufahren. Ich muss sagen, kriegst du mit Schlucht und solch allgemein. Meinen so Flaggen-BGs, Zwillingsgipfel und so weiter, haben wir in letzter Zeit ja recht erfolgreich, also gab es nur die beiden Extreme, entweder erfolgreich oder sehr traumatisierend, ne, gespielt und zwar vor allem als Tanks. Insofern muss ich jetzt erstmal sehen, was man hier denn überhaupt als DD so macht. Ne, wir haben auch, wow, also seht doch direkt hier das Mount gar nicht mehr unter Kontrolle, ne, direkt erstmal rechts war bestimmt ein Hühnerstall offen, wollte der Fuchs gleich mal rein, ne. Fuchs, du hast das Huhn gestohlen, ja, was für ein bekanntes Lied. Wir haben nicht mal einen Tank, sie schon einen direkten Blutiker, wenn ich das schon sehe, altes PvP-Set von Cutter, Elite glaube ich sogar gemockt, das wird nicht lustig. Insofern mal sehen, was hier passiert, vielleicht sollte ich als Schurke sogar die Flagge nehmen. Problem ist, Schurke ist ja nun mal einer meiner eher ungespielten Twinks. Insofern ist es fraglich, ob ich hier, es kommt auch niemand, ne? Die denken, ich soll das wirklich nehmen, das Ding. Ja, aber guck mal hier, ne? Horde direkt wieder Zeitkrümmung, komm Freunde, macht was Schönes. Ich versuche uns die Flagge hier rauszubringen. Problem ist, ich weiß nicht, was ich tue. Ja, das ist, also jetzt sagt ihr, hey, das ist ja nun nicht mal was Neues. Ach, komm, echt jetzt? Ah, das wäre ein nerviges Stich. Wir warten, bis er Outfight ist, damit wir ihm eine schöne Kopfnuss geben können. Ja, der hat auch direkt die Flagge genommen. Das ist das Problem so ein bisschen, was ich hier gerade sehe, ne? Das könnte problematisch werden. So, mein Freund. Nein, 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 nein. Genau deswegen habe ich eine Blende aufgehoben. Okay, jetzt müssen wir hier nur rauskommen. Ah, seht ihr, ne? Schurkenmäßig hier unterwegs, Freunde, am Start. Problem ist, wenn jetzt keiner ist, um uns zu deffen, dann kommt dieser Kollege jetzt natürlich. Und der rasiert uns natürlich böse. Ja, der rasiert uns natürlich böse. Wenn ich da gerade die Buffs von Heldenhafter Sprung sehe und hier schon der nächste kommt, dann kann ich euch gerade nicht sagen, wie ich hier rauskommen soll. Warum auch er, der nette Herr hier gerade gar nicht den Weg zu uns gefunden hat. Ja, direkt Doppelbelagerung, ja, gar keine Chance. Zu mir, das können wir lassen. Ja, noch einer. Warte, Freunde, kleine Frage am Rande. War das mit dem Dresden-Vergleich? War das Ali oder war das Horde? Wo sind denn unsere Leute? Gut, ich hoffe, die fangen die auch ab. Ich hoffe, da ist jetzt unsere Flagge und die wird abgefangen. Also das war ja gerade schon wieder, das war ja ein Armutszeugnis. Hier, guckt mal, die ganzen Medaillons auch draußen, ne? Guckt mal, der Vergleich hier. Die Alice so, ne? Ach ja, benutzen wir mal. Und die Horde so, alle auf drei. Ja, alle auf drei. Gut, ich weiß, was ich nicht mehr mache. Ich nehme nicht die Flagge. Ihr wisst, ich will mal so ein bisschen gewinnen, ne? Ich will mal so ein bisschen Map-Mechanik angucken. Wir haben in dem BG zwei mögliche Optionen, wenn nicht alle geistig behindert sind, ne? Nämlich, wir nehmen die Flagge. Wenn wir die nicht haben, dann erschließen sich zwei neue Optionen, ne? Nämlich Flaggenträger deffen oder gegnerischen abziehen. Ja, oh, ich will den KS sehen! Ja, ja, fast vielleicht, ne? So, was machen wir denn hier jetzt, Freunde? Wir zergen hier direkt, oder was? Soll ich überhaupt nochmal versuchen, die Flagge zu holen? Macht das überhaupt Sinn? Ist ja so eine ganz andere Frage nochmal. Da komme ich auch gar nicht hinterher. Andere Schurken haben irgendwie auf Blind und so weiter überhaupt keinen Cooldown, ne? Ich kann das gar nicht so oft benutzen. Hier schön zu 10 auf einen, ne? Ich weiß nicht, was das für ein BG ist, Freunde. Ich mache einfach mit. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ne? Ihr wisst, halt hier auch einmal Stun rein. Wenn ihr Mist gemacht wird, wenn ihr nur gezergt wird, dann nehme ich die Ehre auch mit. Mache ich mit, ne? Ich unternehme mal einen Versuch. Ne? Ich bin da am Start für das Team, für die Gang und so. Ja, versuche hier mein Bestes, um das BG irgendwie zu gewinnen. Flagge holen, Flagge deffen und so weiter und so fort. Ne? Aber wenn der Wille nicht da ist, dann ist da auch kein Weg. Und der haut echt ab. Das triggert mich jetzt. Das triggert mich jetzt schon, muss ich sagen. Das hier, komm, einmal Stun rein und weg den Lümmel. Jawohl. Sehr schön. Okay, Ali hat wieder die Hordenflagge. Wir gucken mal, das war die Hunterin, die hier rumgeritten ist an der Seite. Die Frage ist natürlich auch so, was die Solarplexus könnte man natürlich mit reinnehmen. Hätte uns eben nicht geholfen, ist für Solo-Aktion natürlich recht schön. Vorhin daneben, ich habe wie gesagt nur die normale PvE-Skillung jetzt drin. Es kann also sein, dass hier mehr als eine Fähigkeit rumfleucht, die ja durchaus Sinn haben könnte. So, wir behalten mal die Eingänge im Auge. So eine Kopfnuss so ein bisschen aufhalten der Leute, das kann ja manchmal schon helfen. Habe ich wenigstens wirklich einen Kistieren können hier? Jawohl, haben wir, sehr schön. So, was machst du, da komme ich gar nicht hinterher, ne? Da komme ich gar nicht ran so einfach. So, guck mal, der wird hier CC'd. Und hier wird schön rangegangen an den Verbrecher. Ja, so wollen wir das sehen. Ja, guck mal. Nice, wir ziehen mal gleich noch Cooldowns hier mit rein. So, na, was jetzt hier mit abhauen, Digga? So haben wir aber nicht gewettet. Hier, durchstoßen, durchstoßen. Proc von... Na, 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 na. Ja, das möchte ich aber auch meinen. Also so ja nun nicht. Also wenn ihr Sprinten und so als Gap-Closer weg habt beim Schurken, dann kann das schon ganz schön blöde aussehen. Ne, habt ihr gerade gesehen. Ja, so, Pistolenschuss zum Slowen haben wir dann natürlich noch. Aber wenn wir dann nicht groß hinterherkommen, dann haben wir die Arschkarte. So, weg mit dir, Mann. Auf wieder... Ach,
Antimagische, come on, Digga. Mach dich doch jetzt nicht lächerlich. Er ist der Blutiker. Scheiße, dann mach ich mich lächerlich. Habe ich nicht gesehen, dass er der Blutiker ist. Okay, das könnte böse werden. So, Kombopunkt haben wir für den Stun. Den müssen wir jetzt aber auch nutzen, um den wegzuzimmern. Hier noch Kanonenfeuer rein. Bam, komm, 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 komm. Blutträger, kann ich den kicken? Kann ich jetzt? Komm, Digga, weg. Ganz Zündschuss. Ja, ah, Header, Digga. Header, Digga. Nersil, Quickscorper, Schurke Number One von Erida. Horde hat die Flagge. Schön. Ja, wir beschäftigen hier auch gut, ne? Muss ich auch sagen. Also, ich bin ja auch immer für eine Überraschung gut, ne? Sei immer. Na, 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 Kollege. Guck mal, einmal. Och, ja, was? Ja. Mehr. Ja, natürlich. Aber hallo, Roy, lieber Mann. Stayskin, was war denn das jetzt? Das war jetzt die Vergewaltigungsbrigade oder was? Haben Fritz jetzt Keller aufgeräumt und eine Missbrauchsanlage für eine, weiß ich nicht, Toilettenspülung, Waschmaschine gefunden und dachten, die probieren wir mal am Schurken aus, ne? Also bitte, Freunde, meine Güte, hat den Blutiker nicht bekommen, ne? 2-2, ja, komm. Wie gesagt, ich bin auch kein Schurkenspieler. Ihr habt auch gesagt, Digga, wenn du jetzt Max ausprobiert, bitte. Bitte, bitte, mach nicht Demon Hunter DD. Das passt, das ist nicht deins, so. Ne? Das ist nicht deins. Da versaust du es dir selber noch mehr und Schurke auch nicht. Schurke auch nicht. Das hat schon seinen Grund, warum Schurke mein inaktivster Twink seit Burning Crusade ist. Genauso wie Katzendruide. Es ist mir zu dynamisch, es ist mir zu viel hin und her. Und das sind ja auch so Assi-Aufgaben, ne? Wir müssen jetzt Aeon Flankenpunkt kämpfen, dann nur Kopfnüsse verteilen, ewig rausbaiten, ne? Arati-Becken dann mit Blenden und so weiter die Sache einnehmen, wenn da einer deft. Und sowas, sowas bin ich gerne, ey. Ich bin Tank. Muss da reingehen, ja, und alles muss kaputt gehen, Junge, ja, so nach dem Motto. Nein, jetzt ist auch schon Infight, Mann. Ich hätte auch schwören können, ohne Witz, no joke, ja, dass wir Leute auch, die Infight sind, mit einer Kopfnuss bearbeiten können. Hätte ich schwören können, ja. Hätte ich mein linkes Ei für gegeben. Rechte nicht, Freunde, rechte, nee, ne, rechtes Ei ist, das liegt immer so bequem auf dem Stuhl, ne, man kennt es, man kennt es. Dementsprechend das rechte nicht. Aber wieso fightet unser Flaggenträger hier jetzt mit, anstatt das Ding safe reinzubringen, wenn wir alle so schön ablenken? Kann mir das einer sagen? Keine kleine Preiswahl, ich ziehe Cooldowns und der springt hier nochmal rein oder was? Was ist das denn? Was ist das? Was ist denn hier los mit den Leuten? Meine Güte, ne? Deswegen, so als Tankspieler, Digga, du gehst da rein, ja, und nichts stirbt. Du... Oh, what? Nice? Nee, nicht nice. Weil, ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe vor allem nicht, wie es passiert. Da hinten ist die Flagge. So, wollen wir da mal hin, Freunde, oder eher nicht? Ach du Scheiße, oh, das, oh, der ist voll, Digga, der ist voll, den halten wir erstmal auf, so, so habe ich mir das vorgestellt. Okay, das war Insigne, nächste, ne, und so asozial muss man ja als Schurke sein, ne, die ganze Zeit, ne, muss man nur sowas machen, so Dauerstun hier schön, zack, hinterher gerömmelt, Hilfe kriegt er auch nicht irgendwie, ah, ich habe ja Solarplexus sogar drin, ach, gucke, ich mache mich schon wieder kleiner, als ich bin, dann können wir doch mal hier so, zack, nochmal einen kleinen Stopper rein, das war gerade Freuden-Thomas, war sein letzter Heal, jetzt hier zwischen die Augen, weg und Flagge her, schön. Nice, also nice auch nicht, weil es passiert ja, es resultiert ja nichts da draußen. Es ist ja jetzt nicht so, als könnte man jetzt sagen, ja geil, easy win jetzt für die Horde. Ist ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich ja mal versuchen sollte, mich hier außen rum vielleicht rumzusneaken mit der Flagge, weil ich hätte schon gern so einen safen Punkt in dem ganzen Zerg. Wir haben da jetzt bestimmt auch, nee, immer noch 2-2. Kills kriege ich auch nicht, Kills kriegt ja Demon Hunter natürlich, ne? Wie gesagt, das ist mir zu dynamisch, ja. Dieses ganze Hin und Her, ich meine, durch die Buffs jetzt, wie gesagt, Katze wurde vereinfacht mit diesem ganzen Blutungsgedöns, ne. Aber, nee, boah, ist nicht meins, ne. Ist nicht meins. So, da ist noch ein Demon Hunter. Wollen wir es nochmal wagen? Ich weiß es nicht. Hoch auf dem Game wagen, wir probieren es einfach mal. Komm, was soll der Geiz? So, Sprint rein hier. Digga, und Feuer frei. So, warum kämpft der Flaggenträger? Lauf zu unserer Base und gut. Ja, das, genau, ey, Digga, ja. Das meine ich auch immer. Wieso merken die das denn jetzt auf einmal? Die ganze Zeit wird hier nur Mist gemacht. Aber wir haben auch einen Addon, um Flankenträger und Stargate zu kriegen. Habt ihr gesehen, gerade das dicke Agro in meiner Fresse. Ah, da unten kommen wir, ey. Guck mal, da kommen welche auf uns zu. Problem ist, die kommen bestimmt auf uns zu. Ja, weil die Gegner auf uns zukommen. Wollte ich ja meinen. So, Digga. Ahaha. Rettet mich, ihr Schweine. Fuck it. Wo ist der Verbrecher? Ah, ekelhaft. Nein, nein, nein. Ah, nee, hier komme ich niemals lebend raus, Alter. Hier komme ich niemals lebend raus. Ah, zu viel CC. Der ist aber fast hin. Da kommen schon die nächsten, Digga. Oh mein Gott. Kanonensperrfeuer. Come on. Lauf, Schurke. Ich habe nichts, Alter. Wie kann ich denn als Schurke eigentlich kein Speed-Up haben? Ich weiß noch, Schurke zu Cutter. Ende Cutter, Anfang MOP, Digga, da hast du irgendwie Geschwindigkeitsschub. Da konntest du ja durchsausen, Digga, da haben die Dudus und Charmis sich aber beneidet. Ist eigentlich beneidet oder benieden? Ne, benieden ist überhaupt ein Wort, ne, kann man sein Kind vielleicht so nennen, ne? Mama, wen magst du lieber, mich oder den Tom? Dich benieden, ne? Ganz klar, also bitte, mein Freund, nee, ach komm, ja, jetzt Krieger C10 oder was, ich glaube, es geht los. Nee, ey Mann, das ist so close hier vor dem Ziel, hör doch mal auf jetzt mit deinem 300 Charge, Mann. Onslaught, ja, ja, komm, Alter, geh mir doch nicht so hart auf den Sack, ey, ich bitte dich, da zieht er noch Hard-CDs hier. Alter, die wissen jetzt natürlich, wenn ich das Ding jetzt safe reinbringe, haben sie ein Problem. Parler mit Bubble, halt ich den aus? Halt, ich habe Kombo-Punkt für den Stun, sobald er raus ist. So. Ah, komm, noch einen reindrücken da. Ja, 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 der Schurke, der macht das Ding ja für uns, Freunde. Ja, wagt es. Ey, das wäre jetzt so krank gewesen. Come on. Sprint. Come on. Der Schurke bringt hier die erste Flagge rein. Das war gut gemacht gerade von allen. Das war gerade so diese Phase, wisst ihr, wo ich mich immer mega ärgere. Erobert die Flagge, Digga. Der PvP-Main hier, ne? Der PvP-Main, Digga. Dad, das war sehr schön. Ich bin froh, dass wir beide nicht das sind, was sein Name verheißt, mein Freund.
Ah, ne? Das war gerade mal so mitgemacht mit der Phase. Das muss man eben auch manchmal. Das gebe ich zu, das ist oft mein größter Fehler. Dass ich dann alleine Solo-Aktionen mache, die halt Solo sowieso nichts bringen. Das weißt du ja eigentlich, ne? Dann musst du manchmal kurz mit der Masse mitschwimmen und dann arbeitet die sich langsamer nach vorne. Und dann kann das auch funktionieren. Ja, ihr wisst, ich gehe immer gern straight auf die Mechanik. Funktioniert eben manchmal nicht. Wo funktioniert es denn, straight eine Anweisung zu befolgen? Bei euch im Büro? Ne? Funktioniert das da? Nein. Bei euch auf dem Bau? Nein, nirgendwo. Nirgendwo funktioniert straight eine Anweisung zu befolgen, Alter. Kannst du auch vergessen. Oder? Das geht manchmal nicht. Manchmal. Ja, okay. Manchmal geht das auch, Digga. Ausnahme bestätigt die Regel. Wissen wir auch. Aber manchmal ist es mitgehangen, mitgefangen. Muss man sich kurz anpassen, ne? Dann geht man mit den Leuten vor. Man treibt die so von hinten statt von vorne. Man ist so ein bisschen schäfermäßig dann unterwegs. Oh, die ist weg. Die ist weg. Ach, schade. Müssen wir abfangen. Da unten. Ja, die kommt nicht raus, Digga. Die kommen auch nicht raus hier. Ist es das überhaupt gewesen? Nee. Ach, ist das Tunnel oder was? Ja, ich dachte, die hauen sie schon weg. Ne? Und dann muss man so schön so, weiß ich nicht, was haben wir, gibt's Schäferbefehle? Früher Bauer sucht Frau, ne? Ersten Staffeln Bauer sucht Frau, da hat man noch viel gelernt. Ja, lö, als ob, was zum Teufel, ne? Über die Bauern so halt, ne? Über was der Schäfer so macht. Die hatten da bestimmte Lockrufe. Habe ich aber, leider, Freunde, muss ich euch jetzt enttäuschen, ja? Die D-Abos sind real, aber ich kenne die Bauern-Schäfer-Lockrufe für die Schafe nicht mehr und die Hundebefehle und so, ne? Hundebefehl, bekannter deutscher Rapper, wir kennen und lieben ihn alle. Und das muss man dann vielleicht auch mal in BGs machen, ne? Gibt so einen übelst übergreifenden Voice-Chat und dann wululululululu oder so, ne? Und dann rennen sie alle nach vorne oder so nach links. Kommt dann so ein Hund aus der Seite und treibt alle in so eine Schneise rein. Wobei, man muss dann auch aufpassen, wieder als Deutscher hier Leute irgendwie in einer Kriegssituation zusammenzutreiben. Das kommt auch, es wird auch nicht gern gesehen, verständlicherweise, ne? Muss man dazu auch wieder sagen. So, habe ich denn hier noch Kills bekommen? Ich krieg keine Kills, ne? Der Typ macht hier wieder die Flaggensachen und erklärt hier die psychologischen Schäferhintergründe des BGs. Und was kriege ich dafür? Wieder einen campenden Typenpaler mit Berserker-Buff hier. Ja, nice Insigne, Digga. Schönes Ding gewesen, ne? Und Flagge holen, wie eben beschützen. Ja, Dad, er hat den Plan, ne? Er hat zwar ein Schmuckstück irgendwie 790 oder so, das grün ist, aber grün hinter den Ohren ist auch nicht. Das ist hier der Unterschied, ja? Das ist hier der Unterschied. Problem ist, wenn wir dem jetzt in die Arme rennen. Hier, Einigkeit der Legionsriege, alles prockt bei dem. Dann haben wir ein Problem. So, Horda hat Ali-Flagge. Mayrim, das ist der Demon Hunter, ne? Das ist der DH, jawohl. Wo gehst du denn lang? Du hast vor allem Aggro von diesem Mistkrieger wieder, Alter. Und ein Hunter auch noch. Ach du Scheiße. Ah, na, komm, wir gehen mal hier ran. Wir gehen mal ran, wir versuchen es mal. Come on, wir tryharden jetzt auch mal ein bisschen rein. So. Nein, warum denn, wenn ich tryharden will? Ja, aber nice. Komm, lauf, Digga, lauf. Oh, nein, nein, warum ist der denn jetzt so schnell? Oh, den kann ich nicht aufhalten, Digga. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht, der ist zu gut. Der ist zu gut. Ich habe auch CDs laufen. Come on, wir versuchen es trotzdem. Klar versuchen wir das, Digga. Klar versuche ich das mit deinem Bersi-Buff trotzdem. Wir können ja auch noch abhauen, wenn ich es richtig mache. Darf nur nicht völlig verkacken, dann gehe ich dir auch genug auf den Sack, mein Freund. Ja, ja, da haben wir die Bubble raus und tschüss, Kollegen, ne? So schnell kann es gehen hier dann. Eieiei, nicht cool. Jetzt eilt er sich, Mann. Der kann PvP. Aha, die auch. Scheiße. Oh, guck mal, wie sie warten jetzt. Ja, gut, dann halte ich euch so auf, Diggas. Dann halte ich euch eben so auf. Oh, okay. Komm, wir gehen gemeinsam wieder hoch. Komm, wir machen hier ein bisschen gemeinsame Sache. Wir machen hier ein bisschen, ne? Schön gemeinsam Mädelsabend im Kino. Komm, komm zu mir. Ja, komm schön mit mir. Oh, der Palla hat's gemerkt, ne? Dass ich ihm nur auf den Sack gehen will. Ich habe gar nichts mehr für dich. Ja? Wow, what the hell? Warum passiert das mir immer eigentlich? Hat er, kam trotzdem durch, der Solarplexus. So, zack. Gestunt. Ja, weiter geht's. Komm, Kollegen. Zack, noch bin ich da. Noch gehen wir schön auf den Sack. Zack. Oh, das sieht... Oh, gucke da. Gucke da, Madame. Was ist mit dir? Ha? Ha? Kriegst den Schock nicht down mit meinem Lord F4. Die hat richtig Schiss. Guck mal, wie die Schiss hat. Wie die sich einkackt hier. Guck mal. Geil. Na komm, mache. Das ist zu knapp. Aber guck mal hier, oder? Also, das war jetzt aber... Hallo? Das war hier 2-3 drin. Ich fand, das haben die gut gemacht gerade. Dafür, dass ich Schorken überhaupt nicht kann. Oder? Ihr hättet die wieder gemacht. Ich weiß, aber ich doch nicht, Digga. Ich doch nicht, Mann. Also bitte. Bitte. Das war doch gut. Die hätten wir fast noch gemacht da. Ne? Obwohl die vorher auf uns so schon draufgehauen haben. Und ich finde den Pala, das ist ja auch so ein Ding, ne? Da muss man dann auch mal durchaus in der Lage sein, sein Leben wirklich zu geben. Ja, wirklich das Leben wirklich geben. Ja, das war klar, dass wir da nicht rauskommen. Ja, ihr werdet da wieder rausgekommen. Ich weiß, alle 2000er Millionen Rating und so. Ganz klar, natürlich. Aber ich doch nicht, Mann. Ich doch nicht. Oh, das war wieder diese Börsgruppe, ne? Das war wieder die Missbrauchsanleitungs-True. Und da muss man auch mal sagen, hey, dann beschäftige ich die hier jetzt, ne? Der Pala ist brandgefährlich. Der weiß, was er macht. Das heißt, wenn wir den jetzt aufhalten, dann ist das für die Gruppe der viel, viel größere Wert, als wenn wir den jetzt dem Flaggenträger in unsere Dev-Gruppe mit göttlicher Sturm und Aschenwelle hinterher rennen lassen, ne? Dann versuchen wir das zu fressen. Und die sind beide wirklich drauf angesprungen. Und in einem 10er-BG zwei Leute zu beschäftigen, das ist schon, ne, das ist ein Fünftel. Das ist schon ein Fünftel. Das muss man manchmal, ich sehe das so, ja?
So RBGler reiben sich jetzt die Hände und denken sich, Digga, das geht nicht so. Und ich so, ja doch, siehst du doch, Spaß. Ganz klare Sache. So, komm, 3-0, Digga. 3-0, wir machen das. Wir machen das. Wir zeigen den Allis, was hier Phase ist. So, und wir machen noch ein bisschen Schurkenaktion. Ja, komm, den halten wir auf. Den halten wir auf. Ja, der ist auch da. Come on, come on, come on. Ja. Ja, jetzt ist er aber Infight wieder. Jetzt kann ich wieder nicht kopflos. Er hält sich anders auf, Kollege. So, machen wir das so beide. Ne, wir machen das beide. Schön. Unser Demon Hunter kommt, charge durch. 3-0. Extrem unerwartet in diesem BG, muss man auch dazu sagen. Extrem unerwartet, wirklich. So. What? Nein! Ich ziehe extra Cooldowns, um mir noch meinen letzten Kill zu leechen, Alter. Haben wir wieder nicht bekommen, ne? Doch, haben wir. Schön. Also nicht die besten Schurken-Stats. Auch mit Sicherheit. Nicht die besten Schurken-Plays, aber... Oder? Immerhin. Also schön. Also ich finde das auch gut, wenn man so einen supportenden Charakter durchaus an den Tag legen kann, ne? Und jetzt charge da rein und mach das 3-0. Komm, du hast noch 5 Sekunden, Digga. Bitte. Come on. Warum denn nicht das 3-0? Was hat der denn jetzt gemacht? Was hat er denn gemacht, Mann? Naja, okay, 870. Ja, interessantes BG, oder? Den Schurken mal aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchtet. Weil ich kenne Schurken immer so, da ist nichts mit, ob du Infight bist, gibt's Kopfnuss nicht oder so. Und als Gesetzlosigkeit hast du nicht so viele CCs und so. Also Schurke ist an mir dran und ich sterbe einfach. Das ist Spec egal. Da ist egal, ob ich Infight bin oder nicht, ne? Völlig, völlig Latte, Digga. Völlig Latte, wirklich. So, nicht die besten Stats, ne? Nicht so ein KS-ner Demon Hunter, der jetzt am Ende gesehen hat, naja, ich nehme mal die Flagge, ne? Aber die scheinen ja auch zusammengehört zu haben hier, ne? Shadow und DD Demon Hunter, wenn die zusammen rumcruisen und sich mit Fokus absprechen, dann hast du keine schöne Zeit. Auch als gut equipter Paler nicht. Freunde, nächste Woche habe ich Zeit, da mache ich auch die Sache mit euren Replays fertig. Vielen Dank soweit für das positive Feedback. So fies war das gar nicht. Danke für das positive Feedback, wie schön. Bis dahin, haut rein, habt ein schönes Wochenende. Tschüss.